Ja, hallo liebe Freunde, ich habe Xavier Naidoo zu Gast. Grüß dich Xavier, wie geht's dir? Servus, mir geht's blendend. Ich hoffe, dir auch. Ja, vor allem nach der Aktion gestern, die wir besprechen wollen. Wir haben Bill Gates in die Flucht geschlagen. Hast du das mitbekommen? Ja, fantastisch. Ich bin echt begeistert, beeindruckt und dass man eben mit den Fakten die Leute so informiert, dass sie dann auch ihre Posts wieder runternehmen. Genial, wirklich. Kompliment. Ja, also für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, also gestern ging dieser Solidarity Pledge los. Das ist also der Hashtag, unter dem die ganze Sache lief. Und sofort habe ich meine Leute losgeschickt und wir zeigen das mal ganz kurz, was dann da los war. Moment, da muss ich irgendwas einblenden. Moment, bin da noch nicht so firm. So, und zwar zack, Chrome Tab. Hier, also das ist jetzt bloß als Beispiel. Hier seht ihr das, oder warte mal, seht ihr es überhaupt? Muss ich erst mal schauen, ob ihr es seht. Du siehst es. Ah ja, okay. Ah ja, super. Ist eh schon gut eingeblendet. Da muss ich da rumfahren. Also, hier, das sind alles wir. Gibt Gates keine Chance, ist von uns, erkläre ich gleich. Geil. Das heißt, unter dem eigentlichen Solidarity Pledge sind das alles Posts von uns. Gibt Gates keine Chance, hat der Miro Wulfsfeld gemacht. Und zwar hat er, was sehr schlau war, gleich mein Video verlinkt mit so einem Bitly-Link. Und zwar heißt der Impffluencer. Das ist auch besser, den zu verwenden. Es haben dann andere, gibt Gates keine Chance in der typischen Schrift von der AIDS-Kampagne geschrieben. Das ist auch super, hier rechts. Aber wenn es nicht verbunden ist, natürlich mit einem Hinweis auf das Video, dann wissen die Leute nicht unbedingt, was gemeint ist, weil ich habe ja vorher eben enthüllt, was die Leute sagen werden. Und ich glaube, das hat ihn dann so verschreckt. Das ist ein großer Impact gewesen, ja. Also zum Beispiel der Mario Götze, der hat 8 Millionen Follower auf Instagram und der hat es gelöscht. Und etliche andere, das müssen wir jetzt nicht durchgehen. Gut, das seht ihr dann alles auf Telegram, aber Musti hat es, glaube ich, noch nicht gelöscht. Kennst du den? Den kennst du wahrscheinlich sogar, oder? Ich kenne ihn sehr gut, ich mag ihn auch. Da sind wir nicht einer Meinung, aber jeder soll ja seiner Meinung kundtun, kein Problem. Aber ich glaube, wenn man da ein bisschen informierter ist, dann würde man das nicht tun. Und das sieht man ja jetzt auch. Im Nachhinein wachen die Leute auf und merken, oh, das ist, glaube ich, nicht so unterstützenswert, was der Mann davor hat. Und schön. Hallo? Ah ja, bist du wieder da. Ja, also auch die Eva Herrmann hat mich da unterstützt und die hat auch gesagt, sie mag den Musti eigentlich, also sie hat ihn auch mal kennengelernt in ihrer Show. Super, super, super. Ganz toller Mensch. Ja. Und da sieht man eben, wie die Machtstrukturen funktionieren. Ja. Werden wohlmeinende Menschen sozusagen ausgenutzt, ja, von einer milliardenschweren Stiftung. Das hat der Fide gut gemacht, ne? Also muss man auch sagen. Also für die Ärmsten und für die Leute, die an der Front stehen, zu sorgen, das will ja keiner nicht. Genau. Und das ist der Trick. Also die haben es ja sogar alle umsonst gemacht. Ich habe in meinem Video da gesagt, dann hättet ihr euch wenigstens noch bezahlen lassen von der Pharmaindustrie. Dann hätten sich wahrscheinlich viele nicht so gut gefühlt, aber ja. Ja, genau. Ja, du bist ja auch in Quarantäne, oder? Aber es sieht eigentlich recht gemütlich aus da bei dir. Ja, schön hier in der Natur kann man gut Quarantäne machen. Aber es ist, ja, okay, wir müssen ja nicht genau darüber sprechen, wo du bist. Wie geht's dir? Du wirst ja konstant attackiert, jetzt ich natürlich auch, ja, von der Mainstream-Presse. Ja, wie geht's dir dabei? Ja, Liest weil wir du überhaupt? bewegen uns über dem Ziel, deswegen werden wir angeschossen. Immer nur dann, wenn man sich kurz und knapp über dem Ziel bewegt mit seiner Meinung, dann liegt man wahrscheinlich richtig und dann wird man auch attackiert und angeschossen. Aber da wir das schon seit ein paar Jahren kennen, ist das jetzt für mich überhaupt nicht so schlimm. Im Gegenteil, man fühlt sich da eher bestätigt. Ja, also ich kann euch das auch bestätigen, liebe Zuschauer. Der Xavier wirkt hier nicht nur so cool, sondern auch, wenn ich ihm über was schicke. Ja, neulich habe ich ihm bestätigt, also die musst du jetzt verklagen, die musst du jetzt verklagen und du hast nur abgewunken. Ach, lass mal, Ja, ich meine, ich will nur das gleiche Recht für alle. Also wenn ich meine Meinung sage, dann sollen auch alle anderen ihre Meinung sagen. Und wenn sie noch so eine krasse Meinung über mich haben, ist das alles in Ordnung, kein Thema. ja. Ja, und deine Meinung kurz zur Coronavirus-Pandemie. Du hast mir vorher gesagt, du hast dich auch schon ein bisschen damit beschäftigt. Was ist da dein Kenntnisstand? Gut, ich habe mich ja natürlich recht früh beeindrucken lassen von den chinesischen Maßnahmen und habe dann eben gedacht, okay, das würden die niemals machen, wenn das nicht irgendwie ernst zu nehmen wäre.
habe natürlich dann auch eben die ganzen Laboratorien mir angeschaut, auch das eine, das nicht so weit weg ist vom eigentlichen Markt. Wir dürfen auch nicht vergessen, der eigentliche, wie soll man sagen, der eigentliche Weg des Virus ist ja nie wirklich nachgewiesen worden. Pangolin, Fledermäuse, was auch immer, der Markt wurde gereinigt und niemand hat jemals diesen Virusweg nachzeichnen können. Also es ist niemals bewiesen worden, dass das von Tier auf den Mensch übergesprungen ist. Wir könnten genauso gut sagen, das ist im Labor entstanden. Auffallen. Also wir könnten da ganz, ganz böse Geschütze auffahren und ja, das wird sich, glaube ich, auch alles zeigen. Und ja, und du hast dich ja schon seit ewigen Zeiten mit der Machtelite beschäftigt und weißt wahrscheinlich auch, dass Gates nicht einer von den Guten ist. Ich glaube, das konnte man schon viele Jahre sehen, anhand seiner TED-Talks und anhand seiner ganzen Äußerungen. Er ist ja da sehr glücklich immer so mit seinem Lächeln auf dem Gesicht. Mit dem, was er da eben so anscheinend so weiß, was wir nicht wissen und was er da so geplant hat, was wir nicht wissen. Und ich habe keine Freude, dem Mann zuzuschauen, muss ich echt sagen. Ja, also ich habe mich gerade im Ressort auch wieder unterhalten mit einem Kumpel, der gesagt hat, wie begründet er das? Er sagt ja, er will die Leute impfen und dadurch die Bevölkerung reduzieren. Und dann fragt er mich so, ja, wie begründet er das? Das geht doch nicht zusammen, sage ich ja. Der begründet es nicht. Der sagt einfach, er will impfen und... Oder kennst du irgendeine Logik, die der da entwickelt hat? Die Logik für mich ist, dass seine Familie Eugeniker sind und dass das eben in der Familie verankert ist und dass er genauso tickt. Also sein Vater ist so, der Senior, der hat ja das Planned Parenthood mit begründet. Lass uns ja da nicht tiefer reingehen, weil es ist so ekelhaft. Aber ja, natürlich vertraue ich diesen Menschen. Nicht. Ich glaube, das Nicht ist verschluckt worden. Nicht, ja. ja, weil er jetzt auch Stars involviert waren bei diesem ganzen Ding. Vielleicht auch nochmal hier für die Zuschauer. Du kennst ja viele von denen. Einige haben sich auch solidarisch mit dir erklärt. Und wie ist denn das so, ohne jetzt Namen zu nennen, wie ist denn das so hinter den Kulissen? Sagen da schon manche, ja, du hast ja recht, aber so kannst du es nicht sagen oder reden die da gar nicht mit dir über diese Themen, die investigativen Themen oder wie ist es mal in der Drehpause, was weiß ich, bei diesen ganzen Sendungen, redet ihr da auch über solche Themen? Also ich versuche immer mal wieder Themen anzuschneiden und zu gucken, wie Leute darauf reagieren. Es gibt auch immer wieder Gruppen bei solchen Produktionen, die sich an mich wenden und gewisse Dinge gerne hören wollen, so als wäre ich so ein Märchenonkel, der so Horrorgeschichten erzählt. Und das mache ich dann auch ganz gerne, so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen lasse ich die Leute damit alleine. Das ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Die wenigsten Menschen sind so emotionalisiert oder so, haben so eine Meinung wie ich, deswegen ziehe ich da niemanden rein. Das muss eine Sache, im Moment ist es eine Sache, die ich alleine mache. Und wenn ich da draußen auf dem Schlachtfeld Menschen finde, die ähnlich ticken, dann ist das okay. Aber jetzt Leute aus deinem Freundeskreis oder andere damit reinzuziehen, das ist problematisch, weil die wenigsten sind wirklich gewappnet für die ganzen Diskussionen. Hast du das mitgekriegt? Ich hatte es dir zugerufen. Der Sido hat sich ja geäußert, eigentlich unterstützend, ja? Ist schön, ja, ich freue mich. Also ich glaube, dass natürlich viele noch glauben, das habe ich ja auch lange Zeit von mir behauptet, dass wir eben Unterhaltung machen und Untenhaltung machen leider auch. Und deswegen habe ich mich von der Unterhaltungsindustrie losgesagt und sehe unsere Aufgabe eben nicht nur darin, die Leute zu unterhalten, sondern auch eben aufzuklären und ein bisschen mitzunehmen, zumindest in unseren Texten. Wir müssen ja nicht auf der Bühne stehen und irgendwelche Parolen reißen, sondern wir müssen einfach Texte haben, die irgendwo auch Sinn machen und das wiedergeben, was wir glauben. Deswegen bin ich auch niemandem böse, wenn er gewisse Themen nicht anschneidet, weil auch viele damit sich nicht befassen. Du hast ja... Ich bin hier draußen, ist echt kalt, deswegen ich habe so ein bisschen einen kleinen Zitteranfall immer wieder, aber macht nichts, die Sonne kommt gleich drauf. Okay, ja, wir können auch schnell machen. Werden wahrscheinlich jetzt alle ausflippen, würde ich sagen, wir machen schnell. Aber ich habe eh gesagt, wir machen nur kurz, du musst dann auch weiter. Welche Frage wollte ich dir? Habe ich meine Frage vergessen? Wenn wir das öffentlich so ansprechen wollen, und zwar, du hast ja angedeutet in einem der Statements, die ich auch veröffentlicht habe, wer sagt denn, dass ich das sozusagen das Album mache, um es zu verkaufen? Und da habe ich dir gleich gesagt, und ich sage es dir jetzt öffentlich, du solltest es auf gar keinen Fall umsonst raushauen, weil, wenn du es verkaufst, du kannst es ja günstig machen, dann, und das schießt in den Charts nach oben, dann glaube ich, dann drehen die alle durch, die Machtelite und alle Hater. Da magst du absolut recht haben, aber bei mir ging es eigentlich viel mehr darum, wen
ziehe ich damit rein. Ja, also jede Firma, jeder, der sich daran beteiligt, ist ja direkt wieder unter Beschuss. So dass ich gedacht habe, okay, ich regel das mit allen Leuten, die da beteiligt sind bei dem Album, sind wirklich ganz wenige. Und wir versuchen irgendwas anderes, damit eben keiner der Beteiligten behelligt werden kann mit den Themen, die auf dem Album da besprochen werden. Ja. Aber ich bin trotzdem offen, wir sind ja noch nicht so weit. Ja, ich kenne mich da nicht so aus, aber das kann man recherchieren. Ist es nicht, beim Büchern kann man ja im Prinzip inzwischen selber publishen. Vielleicht gibt es bei diesen ganzen iTunes. Die Möglichkeiten habe ich ja natürlich, aber es ist ja auch so ein bisschen ein Zeichen. Ich habe ja wirklich nicht unbedingt vor, hier in der ganzen Sache weiterzumachen, sondern das wäre eben. Ich wusste, dass nach dem Album ist meine Karriere vorbei oder wird sie vorbei sein. Und so habe ich mich auch vorbereitet. Deswegen, egal was danach kommt, ich muss damit gut sein. Ja, das glaube ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Sondern du wirst dann wie Phönix aus der Asche, ist vielleicht ein schlechtes Bild. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben uns ja schon über die Phönizier unterhalten. Aber wenn die Leute wüssten, worüber wir uns schon alles unterhalten, ja, das können wir aber leider nur ein Stückchen weiß, ja, an die Öffentlichkeit bringen. Also anderes Bild. Ich glaube, dass du ein gigantisches Comeback haben wirst, wenn jetzt die ganzen Sachen auffliegen. Da vielleicht, wenn wir dabei sind, ich weiß auch nicht, ja, ob Trump Q und so weiter echt ist, aber ich habe das Gefühl, es geht alles Richtung Erwachen. Und wenn das dann so ist, dann bist du ja noch größer als je zuvor danach. Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen immer noch vorsichtig sein. Ich glaube, diese Gegenseite ist bereit, uns ganz, ganz vieles zu geben und auch sozusagen die Opinion Leader zu überzeugen, denn nur um die geht es, dieser anderen Seite. Und da wird man, glaube ich, ganz, ganz viel in Bewegung setzen, um uns trotzdem zu täuschen. Also ich bin extrem vorsichtig. Ich sehe Jared Kushner und seine Person und zu wem und zu was er aufgebaut wird. Der Mann ist der Schwiegersohn von Donald Trump. Also mein Vertrauen hält sich in Grenzen. Aber ich bin bereit, mein Timing beizubehalten und dann zuzuschlagen, wenn ich denke, okay, das driftet ab oder es ist nicht wahr oder was auch immer. Ich traue da keinem. Ja, das finde ich eine gesunde Einstellung. Ich lese gerade ein Buch, das ich wahrscheinlich bald vorstellen werde. Die Connections von Trump, die sind schon wirklich gruselig. Ja. Man kann halt immer nur hoffen, dass die Jesuiten-Universitäten, ne, das darf man auch nicht vergessen. Also, oh. Ja. Also da gibt es einiges und noch mehr. Eine gewisse Mafia, also Wilbur Ross ist da das Stichwort, aber da gibt es noch viel mehr Connections. Also der ist schon mit Hilfe der üblichen Verdächtigen reich geworden, das muss man ganz klar so sagen. Aber es ist halt. Ich habe noch ein paar Zeilen, die ich mal schnell zum Besten gebe gegen die Jesuiten. Ihr Jesuiten-Parasiten, scheint, wir prallen bald aufeinander wie Stalagmiten, Stalaktiten. Das war gut, aber leider so ein bisschen abgehakt, aber wir werden das dann in besserer Tonqualität nachholen. Ja. Also bei den Jesuiten ist das Licks auf jeden Fall richtig, wenn wir in Richtung eigentlichen Machtzentrum gehen. Das ist ja das, was die Leute nicht verstehen. Die denken ja, der Papst und so oder auch die Queen, die haben keine Macht, aber das ist vollkommen falsch. Ja. Also erstens haben die auch rechtlich eine ganz andere Situation mit dem Vatikan und auch City of London und so weiter. Also das sind Dinge, die der Normalbürger einfach nicht erfährt, wenn er bloß die blöde nächste Hochzeit da guckt. Ja. Gut. Also, dafür haben wir ja dich, Olli. Genau, dafür haben wir dich. Das ist ein super Schlusswort, sehr schön. Also wir wollten es jetzt nur ganz kurz und spontan machen, weil wir das feiern wollten, dass wir Bill Gates, vielleicht nochmal zurück aufs Thema zu kommen, in die Flucht geschlagen haben, zumindest zunächst. Ja. Und da sieht man, was wir schon erreichen können. Auch danke an alle anderen, die mitgemacht haben. Miro, Eva, Hermann und noch, jetzt vergesse ich wahrscheinlich welche, Kulturstudio und so hat es auch geteilt. Also man sieht, dass wir schon einen Einfluss haben, wenn wir uns alle zusammentun. Du hast natürlich auch noch erheblich dazu beigetragen. Mein Kanal ist nochmal wahnsinnig nach oben gegangen, seit wir da wieder in Kontakt sind. Ach, wollen wir die Geschichte jetzt noch erzählen mit dem exklusiven Club, mit diesem exklusivsten Club der Welt, nämlich meiner Unterstützergruppe? Sollen wir das noch schon erzählen? Das liegt ganz bei dir, gerne. Also, ich habe den Xavier vor. Also so viel kann ich ja sagen. Ich wollte unbedingt wieder in Kontakt mit dir treten, habe wie du mein Telefon verloren und habe gedacht, okay, der Olli erzählt die ganze Zeit von diesem Telegram. Die Leute müssen aber wissen, ich habe weder jemals eine E-Mail empfangen oder abgeschickt. Ich mache nichts mit SMSen. Ich mache also diese ganzen sozialen Medien haben mit mir eigentlich normalerweise nichts zu tun. Aber ich dachte, okay, das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, wie ich wieder mit dir in Kontakt treten kann. Und hab mir dann dieses Telegram letztes Jahr zugelegt, bin dann zu dir in die Kanäle rein,
habe alles bezahlt und wurde dann als, als Fake abgetan und direkt wieder von dir rausgeschmissen, glaube ich. Genau, also ihr seht, es ist der exklusivste Club der Welt, der sogar Xavier Naidoo abweist. Das war in dem Fall meine Unterstützergruppe. Und das großzügig, wie du bist, gleich mal 500 Euro überwiesen. Ne? Und das war dann so. Du hattest dich sofort mit den anderen Leuten angefreundet, bist mit denen in den Dialog getreten. Und wir dachten jetzt, das kann doch niemals der Xavier sein, der will nur die Adressen von denen abgreifen. Ne? Und dann habe ich dich noch schnell angeschrieben und hallo, bist du so? Aber ich hatte mit 10% habe ich gedacht, dass du das vielleicht bist. Ja. Ich gesagt, aber in der Zwischenzeit kann der falsche Xavier ja alles abgreifen. Und da habe ich einfach knallhart rausgeschmissen. Naja, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja, also hätte das denn den Gang der Geschichte verändert, wenn wir da schon Kontakt waren? Das war im Oktober oder was? Das war vor. Ich wollte dir die Songs vorspielen, die ich hatte. Das war so eigentlich meine Intention. Das wäre so, hör dir das mal an, check das mal, ist das alles faktisch und so. Ja. Ach so, dann hätte ich noch Einfluss auf die Texte gehabt, oder was? Theoretisch, ja. Scheiße. Sind die jetzt alle schon fertig? Ein paar Sachen mache ich noch, ein paar Sachen sind noch da. Ich habe jetzt noch was anderes, einen Song, den ich nennen werde, Wohnhaft in Deutschland. Oh, das klingt gut. Sehr gut. Wir verstehen alle, was das bedeutet. Ja, absolut. Vor allem jetzt. Ja, super. Also dann vielleicht sende ich dir noch ein paar Zeilen zu. Das ist mal so, wenn echte Künstler dann von so Freunden was zugeschickt bekommen. Guck mal, ich habe da was geschrieben und du musst dann so sagen, ja, echt gut, aber nicht gut genug. Aber wir wollen es sehen. Ja? Vielleicht, weiß ich nicht, ja, es ist gut, dass ich muss übrigens an der Stelle nochmal Sonja Zietlow loben, dass sie sich traut. Ich meine, die traut sich auch was. Ich glaube, die ist wirklich hart gesotten und ist, glaube ich, nicht so leicht zu erschüttern. Also großen Respekt an Sonja nochmal. Ja, ganz wichtig. Also, ihr kennt euch persönlich wahrscheinlich, oder? Nee, nur so über ihren Mann und SMS. Ich kenne den Olli ganz gut, weil ich mit dem schon gearbeitet habe. Aber ich weiß, dass sie eine coole Socke ist. Also das vermute ich eigentlich sehr stark. Ja, also, aber es wurde jetzt gelöscht, gell? Das Profil wurde gelöscht. Ja gut, ich glaube, die Leute sind es nicht gewohnt, dass dann so, dass das alles über einen hereinbricht. Das muss man vielleicht manchmal erstmal sich dran gewöhnen. Aber hier, ich bin der Shitstorm-Fachmann von Deutschland. Das geht alles vorbei. Das geht alles vorbei. Das ist ein sehr gutes Schlusswort und ja, fand ich auch super von der Sonja Zietlow und auch wie sie es gemacht hat. Es war gar nicht von ihr, habe ich inzwischen gehört, aber die hat halt einfach die ganzen Professoren aufgezählt und gesagt, das sind heute Verschwörungstheoretiker. Gegen den Post kannst du dann überhaupt nicht anargumentieren. Unantastbar, aber trotzdem sind sie auf sie losgegangen. Also hier schöne Grüße an Sonja und ich glaube, immer mehr machen auf, also auch in der Künstlerszene. Also ich habe jetzt noch mit zwei Künstlern, sage ich jetzt mal nicht wen, gesprochen. Da kommt auch noch einiges, auch in Sachen Bill Gates, will ich jetzt mal noch nicht verraten, um das denen nicht zu versauen sozusagen. Ja, also, das war's in aller Kürze. Vielen Dank, Xavier. Und wir sehen, du bist ja genauso ein technikaffiner Typ wie ich. Technikkrüppel wie ich. Und wir haben es irgendwie hingekriegt, nach mehreren Versuchen übrigens. Aber da das jetzt geht, können wir das ja vielleicht öfter mal spontan machen. Vielen Dank, Xavier Naidoo. Ich danke dir, Olli. Gute Zeit, ja? Danke. So, jetzt muss ich noch schauen.